Ja, das ist natürlich. Die dürfen nicht mehr hergestellt werden. Mit einem lustigen Schleim. Und ich mit einem. Ach so, so. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Der Automat hat, glaube ich, so eine Selbstschutzfunktion. Kann gut sein, glaube ich. Das habe ich so im Gefühl. Oh, hier geht's auch weiter. Was tropft denn hier runter? Was ist das Was denn? denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. Hat da eigentlich recht. Ich meine, wo soll der Müll hier hinfallen? Es stört doch keinen. Oder? In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Zum Beispiel Augen. WTF? Oh, ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Sehe ich anders, aber gut. Gibt's hier sonst noch was? Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Auslaufmodell, verstehst du? Verstehst? Oh Gott. Ich drück mal hier die Knöpfe wahllos. Ja, ich verstehe schon. Oh nö. Das ist wie ein Zauberwürfel, ich schwöre. Moment, müssen wir alle auf Blau kriegen? Hier passiert nichts. Hier kann man nur so. Was ist das? Ein seitlicher Knopf? Okay. Jetzt haben wir hier alle auf Blau. Wer baut bitte so eine komplizierte Heizung? Moment mal. Nein, 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 ich möchte nicht zu den Zimmern. Jetzt sind alle aus. Ich warte. Es kann sein, dass ich der Lösung nahe bin. Moment. So. Tatsache. Aha, geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. Ich hab's geschafft. Ich saß hier gerade wirklich und hab so gedacht, nee, das schaffst du nicht. Das. Okay, aber wir haben's geschafft anscheinend. Was auch immer das gerade gebracht hat, werden wir ja sehen. Pastetenautomat. Zimmertür. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Was steht denn auf dem Schlüssel? Ach, die 5. Aber hier sind. Hier sind ja keine richtigen Nummern. Hm. Abgeschlossen. Boso? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Vielleicht mal Schlüssel. Passt. Okay. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen,
ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst. Ah, lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was meinst du mit fast? Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Nicht doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar, Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp. Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Ein Flubbidiwupp irgendwas. Okay. Bozo, ich hab deinen Anzug, damit du vielleicht nicht so frierst. Hier. Ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Baboso, die Schüttelpocken! Hier. Ich glaub... Na gut, okay. Ist, aber komm, bah, ich bleib... Und wenn... Dann eben nicht. Was können wir ihnen noch so geben? Staub? Mantel? Das Einzige, was dieser Staub kann, aber das macht... Okay, er kann Hustenreflex triggern. Ha, siehst du? Ich wusste doch, dass du dich erkälten würdest. Unsinn, das ist doch nur der Staub. Ich bin Allergiker. Na, dann haben wir ja das richtige Hotel für dich erwischt, was? Nimm den Scheiß, Bozo. Ah, zieh dir was an. Hier. Ich hab... Ja. Ach, ist... Aber sie... Komm. Ich bleib... Und wenn ich... Okay. Er will also nicht. Ha! Sie... Ich wusste doch... Unsinn. Das ist nur der Pfeff... Warum auch immer du da... Nennen wir es neu... Ich würde ihm... Sonst gibt es nur Tränen, wenn wir es nachher einschläfern müssen. Jetzt habe ich das weggeklickt. Ich Vollidiot. Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe einen Shop. Okay. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Haben wir jetzt leider nicht da. Pfeffer, Staub. Das eine Staub verursacht Husten, das andere Schnupfen. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ja. Die brauchen wir doch, oder nicht? Das eine macht... Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Okay. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Party im Inventar. Aber ich sollte keine voreiligen Schlüssel ziehen. Okay. Ich behalte die... Da ist eh viel mehr Platz. Warte mal. Ich behalte... Nein. So? Dieser Plan könnte... Aber ich... Oregano. Gut, wir können hier nichts weiter machen. Goal. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ausnahmsweise. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Das klingt nach einem Plan, Rufus. Was haben wir in der Tasche? Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar.
Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Igitt, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Alter, der Rufus ist so gemein. Mal gucken, was Bo so alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, das ist noch mehr Unterwäsche. Lol. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Auf jeden Fall. Guck dir seine Lockenpracht an, Alter. Ich habe so eine Ahnung. Das Einzige, was dieser... Aber? Vielleicht... Dieser Plan, aber... Oregano. Das würde ich noch nicht... Oh, da hängt mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Okay. Shampoo vielleicht, Bozo? Hey, das ist doch Mama Spezialshampoo. Gib das sofort zurück. Jetzt, da mein Kutter kaputt ist, ist es das Wertvollste, was ich noch besitze. Und was ist mit unserer Freundschaft? Freundschaft? Du hast mir meine letzten Habseligkeiten geklaut. Wirkliche Freunde teilen doch alles miteinander. Okay, wir müssen es nicht zurückgeben. Und die passt mir. Aber die Farbe steht mir. Okay. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Okay, wir können das dann nicht rein. Wir kombinieren einfach mal alles. Ist wichtiger. Wir kombinieren gerade einfach mal alles. Dieser Plan, aber Oregano. Ich glaube nicht, dass irgendwie... Das würde ich doch. Irgendwie das hier würde, was funktioniert. Das würde ich... Dieses wichtige Unterschied. Okay. Das würde... Dann funktioniert das erstmal nicht. Was ist das? Dritte Schrauber. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Das ist wahr. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Shampoo. Nichts da, Rufus. Okay. Ist ja schon gut. Wir können damit nichts anfangen. Was haben wir denn hier? Nein, erstmal angucken. Kleine Bläschen. Moment. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption. Und kleine Bläschen am Mundwinkel. Ah, nett. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie, ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? 5? 9? Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Zimmer 3. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen sie vorliegen. Lärmbelästigung. Berufsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Zimmer 1. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 5. Zimmer 5. Echt jetzt?
Oh Mann. Wir bräuchten dringend frische Handtücher, sagten sie. Haben sie zufällig einen Plasma-Austausch-Flubbedi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Flubbedi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Gegen Sie tun vor allen Dingen. Ich würde gerne etwas essen. Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Nein, das müssen wir noch machen. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich gehe dann mal. Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Ah, das sind die Waschmaschinen. Gut zu wissen. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und es geht in der nächsten Folge weiter mit Chaos auf Deponia. Macht's gut. Tschüss.